Freunde der gepflegten Schachunterhaltung. Wie geil ist es? Dennis Richtarski ist da. Alter, wo hast du die Energie her bei der Hitze? Ich bin da und falls ihr euch fragt, was dieses komische Geräusch im Hintergrund ist, es ist ein Ventilator, weil es ist einfach hier unfassbar heiß. Und was für ein Ventilator? Es bewegt sich nicht mal dein Haar. Kommt überhaupt was? Das ist ein Fake-Ventilator. Der ist reingeschnitten aus der Regie. Wir haben hier gar keinen. Es ist 98 Grad im Schatten. Genau, das wurde von der Regie reingeschnitten, um so zu tun, als würde man uns hier gut behandeln. Ich meine, das sieht man doch. Dann würden sich ja, ansonsten, wenn das echt wäre, würdest du ja hier gerade voll die Matte kriegen, würden die Haare fliegen, ist ja nicht. Ist kein echter. Ist gar nichts. Oh. So. Okay, weiter, noch nicht in den, noch nicht ins Pip gehen, bitte. Jetzt geht es. Holy shit! Also, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich, ich habe nämlich, Dennis Richtarski ist ja am, also ich darf dich ja Dennis nennen, oder? Das ist sehr lieb, ja, ich bitte drum. Ich muss hier noch mal einen Zettel rauskramen. Der ist nämlich, du wirst nämlich am Freitag kommentieren zusammen mit Jan Gustafsson. Ja, habe ich auch gehört. Und unsere ganz große Show. Und ich habe... Hast du einen Zettel dabei? Ich habe einen Zettel dabei. Ich habe nämlich... Leute, machen wir uns nichts vor. Ich lese jeden Kommentar. Falls ihr denkt, ey, wir schreiben was, es kommt alles nicht an oder so. Ich lese alles. Ich lese wirklich alles. Und ich habe mir aufgeschrieben, was so das meiste Feedback war. Wir haben nämlich am Freitag ja schon ein bisschen getestet, das Programm, was wir jetzt seht. Ja. Und jetzt will ich mal ein paar Sachen kommentieren, die da genannt worden sind. Also zum Beispiel irgendwie, natürlich auch ein Gag oft genannt. Es dauert dann nur insgesamt nur zwei Minuten. Das zum Beispiel glaube ich nicht, weil es wird vielleicht zwei Minuten dauern, wenn ihr wirklich so ausreichend Zeit hättet, alle eure Züge in den Engine einzugeben. Aber die werdet ihr nicht haben. Darauf werde ich aber gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht noch einmal ganz kurz, damit ich das auch richtig verstehe. Also wir spielen am Freitag Schach, ne? Ja. Die ganze Community gegen Etienne. Ja. Du wirst gleich erklären, wie das Ganze funktioniert. Da können alle mitmachen und zugucken und so weiter. Und darum geht es jetzt gleich auch nochmal ein Check-up. Ne? Genau, wir checken das gleich nochmal ab. Die Software, die unser lieber Freund aus der Community 501 Legion gebaut hat. Und genau, das wurde jetzt ein bisschen dran rumgeschraubt die letzten Tage, auch so ein bisschen Feedback von euch eingearbeitet vom letzten Test am Freitag mit Florentin, als ich hier mit Florentin saß. Und jetzt wollen wir einfach gleich nochmal eine kleine Runde spielen und genau, und uns gegen angucken. Die Community gleich live? Wir zocken jetzt gleich gegen die Community, ja. Wie geil ist es, oder? Das ist ziemlich geil. Ja, jetzt sage ich hier nur kurz ein, zwei Sachen. Und zwar, es müssen Regeln erklärt werden, kam auch öfters, aber jetzt nicht immer, sondern es, ein paar Kommentare, dazu möchte ich gleich was sagen. Es wird ein Erklärmatz geben, aber es wird ein Erklärmatz dazu geben, wie ihr mitspielen könnt. Also wie die nochmal die Benutzeroberfläche erklären soll und so weiter und so fort. Es wird aber keine Erklärmatz geben, die euch alle Züge nochmal verraten wird. Das hat den Hintergrund, dass wir uns gedacht haben, Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung von Schach haben, den werden wir das auch nicht in so einer Erklärmatz beibringen. Das ist das gleiche wie beim Football. Da regt sich auch jeder auf, dass das immer wieder erklärt wird auf Sat.1 und so weiter. Genau. Aber können wir da vielleicht mal, also es würde mich jetzt echt mal interessieren, wie viele Leute Schach gar nicht können, weil ich denke, vielleicht ist es verschwindend gering. Wollen wir das vielleicht mal kurz in einem Vote rausfinden? Dann sind ist denn eine Regie da? Können wir das voten? Seid ihr den Schachregeln mächtig, ja oder nein? Diese Frage an die Community würde... Danke, kommt sofort, sagt die Regie. Oh, und ist gestolpert. Jetzt, der hat jetzt einfach original einfach eine 1 Liter Flasche Wasser einfach in das Tonpult reingeschüttet. Ja. Naja, haben wir schon den Ton? Ich mach mal kurz weiter. Ja, genau, also wir machen keine Regelerklärung, wir machen eine Erklärung. Und da wird zum Beispiel auch so Sonderregeln wie en passant, das werden wir dann da auch schon nochmal aufgreifen. Also so krass, Sachen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Chat muss aufgeben können. Ich glaube, das haben wir mittlerweile gefixt. Also mittlerweile kann der Chat aufgeben, müssen wir aber gleich mal reingucken. Der Chat braucht mehr Zeit, um sich zu beraten. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Da wird viel drüber diskutiert. Ja, nein, braucht der Chat mehr Zeit, um sich zu beraten, weil wahrscheinlich wird Eddie jetzt so 2 Minuten bekommen und der Chat immer 40 Sekunden. Du glaubst, dass eine Beratung stattfindet im Chat. Genau, und die Sache ist, dass viele haben gesagt, sie wollen mehr Zeit, also zum Beispiel auch 2 Minuten haben, um sich beraten zu können. Und da sage ich, das wollen wir, glaube ich, nicht. Also, das wollen wir nicht. Weil es geht ja so ein bisschen, der Reiz ist ja, dass ihr quasi als Schwarmintelligenz agiert und nicht, dass ihr einfach, dass ihr euch um den Besten versammelt. Weißt du, und der gibt den Zug vor, weil dann hat er natürlich keine Chance. So. Ja. Es geht darum, dass natürlich auch mal Quatschzüge zustande kommen. Und das ist vielleicht für den Schachprofi
Frustrierend, aber darum geht es auch so ein bisschen im Format. Also ich glaube hier... Ja, aber ist ja uns auch egal, was der Schachprofi, der dann am Ende kommentiert, da was der denkt. Nein, aber wenn jetzt zum Beispiel sie ausreichend Zeit hätten, dann könnten sie sich alle um einen Profi versammeln und dann hätten sie immer den besten Zug. Ach so, du meinst, dass im Chat sich jemand als Profi herausstellt, nur durch das, was er schreibt, er Leute davon überzeugen kann, dass er jetzt der große Schachgroßmeister ist und der ganze Chat ihm folgt. Ja. Das ist die Gefahr, siehst du? Die sehe ich, wenn jetzt zum Beispiel der Chat auch 2 Minuten hätte. Okay, okay, du... Ja, ich weiß nicht, ob unser Schach so koordiniert, das ist so ein bisschen wie ein Ameisenhaufen, weißt du? Es ist schon ein Ameisenhaufen, aber ich glaube, dass wir es auf jeden Fall damit umgehen, denn wir geben euch ausreichend Zeit, um euren Zug zu überdenken, aber es geht eher um euren Zug. Natürlich könnt ihr euch besprechen, ich werde euch davon nicht abhalten, aber es geht so ein bisschen darum, es geht so ein bisschen um diesen Zufallsfaktor, um dieses Unberechenbare. Das finde ich geil, weil wir sind kein E-Sport-Format, wir machen kein Schach-E-Sport-Format, wir machen einen Eddie spielt gegen den Chat und das kann unberechenbar. Da kann alles passieren, Leute. Alles. Denke ich auch. Und so, und deswegen ist es okay, wenn ihr nicht 2 Minuten bekommt. So. Die Frage ist ja auch, ist es von Vorteil für den Chat als Schwarmintelligenz zu agieren? Ja. Denn jetzt mal bei allem Respekt, aber im Internet ist ja wirklich jeder. Ja. Also da kann ja wirklich jeder mitmachen. Und häufig fällt einem im Internet ja immer wieder auf, dass da so Leute sind, die man im echten Leben so gar nicht sieht. Und die dürfen dann auch mitmachen. Und ist es klug, im Schach als Schwarmintelligenz zu agieren oder vielleicht gerade kontraproduktiv? Das würde ich gerne hier an diesem Freitag auch rausfinden. Genau, und der Vote hat ja gerade, ja, das stimmt. Das finden wir jetzt auch easy raus. Aber der Vote hat übrigens, falls wir es nicht gesehen haben, gerade ergeben, also die meisten können tatsächlich Schach. So, jetzt gucken wir einmal noch mal ganz kurz. Jetzt gucken wir mal, Leute, jetzt melde ich mich hier doch mal an, damit wir es sehen können. Jetzt bitte nicht, ah, da sind wir ja auch. Das ist die Oberfläche, die unsere Leute da draußen sehen. Ah, okay. Ja, hier können sie jetzt also spielen. Ja. So, Leute, ihr geht jetzt alle mal bitte auf chess.501-legion, da steht es auch als Bauchbinde.de. Da müsst ihr euch mit eurem Google-Konto anmelden. Und dann könnt ihr live mitspielen. Das mit dem Google-Konto haben wir eingebaut, einfach aus dem Grunde, weil... Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann könnten Leute einfach die ganze Zeit ihre Züge wiederholen, immer neu eingeben, die Seite einfach refreshen. Okay. Das mussten wir so ein bisschen verhindern. So, seit Google-Konto... Ja, sorry Leute, an die Twitch, an die Twitch-User, die einfach kein Google-Konto haben, tut uns natürlich leid, aber ey, macht für uns eine Ausnahme. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Weiß ist der Chat, wir sind schwarz. Und ich starte das Voting. Wir hatten letztes Mal 40 Sekunden, das machen wir jetzt auch wieder. Das finde ich nämlich gut. Okay. Für den Chat. Das heißt, der Chat fängt an. Der Chat fängt an. Ah, okay. Und wir starten die Voting-Phase jetzt. Okay, okay. Also das war der Startschuss jetzt gerade. Das war der zweite Check geht los. Der Chat kann mitspielen, noch nie da gewesen, bis auf letzten Freitag. Bis letzten Freitag. Wie geil ist es, oder? Ich bin erstaunt, dass das... Ich meine, ich finde das auch mega krass. Du hast ihn gerade auch schon mal ihm gedankt, dem Typen, der das gebaut hat. Also Respekt hätte ich nicht gedacht. Weil daran hat es ja immer gescheitert. Ne? Schach haben wir schon immer mal gedacht, das irgendwie so umzusetzen. Aber dass wir jetzt so eine geile Oberfläche haben und dass das Internet auch funktioniert und so weiter, das finde ich erstaunlich. Das ist wirklich geil. Geil, ne? So sieht's nämlich aus, Leute. Weißt du, wie es noch besser aussieht? Bam! Ja, geil. Alter Schädel. Ist das geil. So, und jetzt siehst du hier. Ja. Also, Nicola hat mich gebeten, das einmal anzuzeigen. Also, jetzt siehst du hier die verschiedenen Abstimmungen. Und ihr, also für dich als Kommentator auch ganz wichtig, weil die Oberfläche werdet ihr auch haben. Ja. In eurem Kommentatorenbereich. Und ihr könnt dann zum Beispiel hier auf Abstimmungsgrafen gehen. Ja. Zeig mal. So, und dann seht ihr, was die Community gewotet hat. Wie geil ist es? Ah, das ist ja ganz geil. So, also, genau das meine ich, weil da siehst du direkt, okay, wie viele verrückte Züge gibt es denn? Oder ist die Community sich einig? Das ist ja mega geil. Genau. Und jetzt siehst du hier erster Zug, also das ist englische Nennung, ne? Also Weiß, P, Power, Bauer, G2, G3. Oh, okay. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Kann ich einfach... Escape? Nee. Ja, aber dann... Es ist einfach ein neues Fenster aufgemacht. Ach, das hat ein neues Fenster aufgemacht. Okay. Okay, also, das macht ihr natürlich jetzt nicht. Ihr dürft immer den Abstimmungsgrafen hier aufmachen, aber ihr dürft natürlich nicht in den Votes drin rumfuschen. Weil wir machen jetzt Folgendes. Wir wählen jetzt den ersten Zug aus.
auswählen, genau, Zug senden. Ach, das wird noch manuell. Wir sind noch am Anfang, ja? Das wird noch manuell, das finde ich witzig. Genau. Ach so, was habe ich denn gerade gesagt? Warum? Der Graf hat aber gerade was anderes angezeigt, kann das sein? Der Graf hat doch eben angezeigt, warte, das muss ich jetzt nochmal nachprüfen. G3, ne? Nicht ach so, nein. Ach, guck mal. 39%. Nee, guck mal. E2, E4, ja, da, E3. Ich hab hier die oberste Abstimmung gelesen, aber das stimmt ja nicht. Ich dachte, das wäre mit dem meisten Prozent, aber das ist das hier. Das ist ein anderer Zug. Ja, das stimmt. Also, kannst du es rückgängig machen oder haben wir jetzt schon im ersten Zug so ein bisschen... Nein. Der erste Zug ist ja richtig. Also 39,9% haben E2, E4 gewotet. Genau. So, und das haben wir jetzt auch ausgeführt. Ja? Ja. Was hast du jetzt gerade hier gedrückt? 11. 11, ne? Ja. Das haben wir jetzt auch gedrückt. Guck mal. Siehst du? Ah ja, doch. Okay, also, alles klar. Gut. Ne? Ja. Alles klar. Jetzt sind wir dran, oder was? Wir sind eigentlich, haben uns geeinigt, dass wir immer so 2 Minuten machen. Ich würde sagen, wir antworten jetzt einfach mal locker easy mit E5. So, Zug senden. Und starte Voting. Und jetzt sind die Jungs da wieder dran. Und Mädels da draußen. Ah, okay. Okay. Also, genau, das mit dem Grafen, da können wir nochmal gucken. Aber sonst ist es geil für euch, weil ihr könnt dann sehen, okay, wer hat Scheiße gebaut? Welche Nonsenszüge haben es vielleicht knapp aufs Treppchen geschafft? So. Ist natürlich auch ganz interessant. Ich meine, das wird ja auch viel konfuser noch, je länger das Spiel dauert. Am Anfang hast du ja noch nicht so viele logische, also beziehungsweise vielversprechende Möglichkeiten. Später wird das ja immer mehr und dann hast du ja einen Riesensalat da. Das stimmt, obwohl die Erfahrung vom letzten Mal war, tatsächlich, dass der Chat am Anfang richtig gut war und dann irgendwann haben sie richtig Scheiße gebaut. So, und dann war es nicht mehr so gut. Jetzt führen wir den aus, jetzt machen wir es mal gleich. Auswählen, Springer nach vorne und jetzt müssen wir den Zug noch senden. Also das wird dann alles die Regie übernehmen. Ja. Also für die Leute, die jetzt am Freitag gucken, da wird es natürlich nicht so ein Brett geben, sondern Eddie wird auf einem haptischen Brett spielen und er wird gegen einen echten Gegner spielen, der im Studio sitzt und der den Chat repräsentiert. Das ist natürlich noch nicht raus, wer das ist. Ah, okay. Und der kriegt halt übers Ohr immer die Züge angesagt, die der Chat macht. Mhm. Und in der Regie bedienen wir dann dieses Tool. Mhm, okay. So, was machen wir denn, Dennis? Du wolltest Zug senden drücken, das hast du, glaube ich, noch nicht gemacht. Doch, das habe ich gemacht. Hast du? Okay. Ja, ich kann es auch nochmal machen. Was sollen wir denn machen? Also ich denke, es ist natürlich ein bisschen irritierend, dass wir von oben spielen jetzt. Ja, aber ich bin für sowas, mal den Bauern decken. Ein wichtiger Hinweis, das habe ich letztes Mal nämlich nicht, wenn man schwarz spielt, lohnt es sich tatsächlich auch öfters mal ein bisschen defensiver zu spielen. Und ich bin eigentlich ein Freund von offensiv spielen. Hm. Ja, entweder Springer oder Läufer raus, Springer würde ich auch nehmen. Ja, ne? Hier erstmal den Bauern decken, Zug senden und wir starten das Voting für euch erneut. Und haben wir so geile Wartemusik? Guck mal, die organisieren sich da schon. Oh ja, da geht einiges ab. So. Das wird ein entspannter Abend dann wahrscheinlich, oder? Ja, es wird ein entspannter Abend auf jeden Fall. So. Ich bin mal gespannt. Gibt's Live-Übertragung eigentlich vom Schach? Ja, jetzt irgendwie. WM. Bitte, habe ich. Weiß ich gar nicht. Wird auch kommentiert, ja, tatsächlich. Also, wenn. Wo läuft denn sowas? Auf den Öffentlich-Rechtlichen oder nee, was? Auf den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich nicht. Wie, wo dann? Naja, auf so Internet, Digital-Channels. Nein, ich meine so richtiges. Aber wenn WM ist und. Oh, jetzt den nächsten Springer raus. Oh, interessant. Wenn jetzt WM ist zum Beispiel, dann ist auch auf der Spiegel-Startseite und dann wird es auch live kommentiert, so von irgendeinem Spiegel-Redakteur. Okay. Also schon nicht klein, auf jeden Fall. Okay, zweiter Springer raus, entwickeln Leichtfiguren, natürlich, keine schlechte Idee an der Stelle. Beim Schach gilt es ja immer, die Mitte zu besetzen, ne? Am Anfang Figuren entwickeln, Mitte besetzen, sich da stark machen. Jetzt mal gleich gucken, was sie denn da vorhaben könnten. Was wollen wir denn jetzt machen? Ich würde jetzt die Bauern weiterziehen. Oder, naja, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten.
Sehr, sehr viele. Die Regie könnte auch einmal nochmal vielleicht die, die URL einblenden. Bitte. Dass wir dann Leute mitspielen können. Also den Bauern wegziehen, versuchen, die Läufer rauszuziehen, dass wir möglichst schnell eine Rochade machen können und dann den Turm vielleicht schon zur Verfügung haben. Also du meinst sowas wie Ja, wie sowas im Grunde, wie, Jacke. D6 zum Beispiel, oder was? Den Bauern hier vor, oder wie? Ja, zum Beispiel. Dann stellst du natürlich den anderen Läufer den Weg raus. Ah, okay. Ich soll Seite reloaden. Irgendwas ist hier passiert. Naja, egal, ich mach's nicht. Mach lieber nicht. Aber wir sind dran, ne? Wir sind immer noch dran. Also wir ziehen jetzt mal den Bauer vor. Zug senden. So. Was sehen die hier? Guck mal, die sehen das jetzt hier alles. Ja. Und wir machen natürlich jetzt wieder Starte Voting. Wie geil ist es? Das ist schon ganz cool, ja. Ich bin auch richtig happy. Jetzt haben wir. Nicola hat eben noch das Logo da unten eingebaut. Das sieht jetzt auch richtig fresh aus. Das sieht echt gut aus, ja. Ein bisschen größer könnte es sein, das Schachbrett. Kann man das noch? Ja. Weiß ich nicht, aber tatsächlich, mobil klappt es auch. Also okay. Du kannst es sogar auch mit Handy machen. Mit Telefon, ja. Ja. Oh. Wow. Leute, ey, und ihr könnt auch, weißt du, wie geil ist es? Ihr müsst, also natürlich müsst ihr zusehen, aber wenn es euch auch gerade zu heiß ist, Leute, geht einfach mit eurem Handy raus, ja, geht einfach vor die Tür und zockt einfach auf der Terrasse gegen uns. Auf der Terrasse? Oder einfach mit dem Handy. Ja, klar. Wie geil ist es? Also, ich würde sagen, bleibt lieber drin, weil draußen ist es noch heißer. Ja, das geht natürlich auch. Okay, was machen die Jungs jetzt? Oh, okay. Oh, siehst du mal. Das ist gar nicht blöd, oder? Das ist gar nicht blöd, ja. Aber das Ding ist, was also unmittelbar erreicht er nichts mit dem Läufer, aber wenn er das Pferd schlagen wollen würde, würden wir es mit dem Läufer countern können. Nein. Da steht doch noch nichts. Mit den Bauern. Ja, aber das ist scheiße für uns, weil dann haben wir einen Doppelbauern. Ja, das ist nicht geil. Das ist nicht geil, das macht die Flanke da auf. Das finde ich richtig, richtig schlecht. Ich würde eher sagen, wir nutzen doch die Gelegenheit einfach und entwickeln weiter unsere Figuren und ziehen zum Beispiel den Läufer vor die Dame. Wie wär's denn mit sowas? Vor die Dame? Ja, und das... Du willst den Läufer nur ein Feld ziehen? Ja. Und das nennst du entwickeln? Das entwickelt das schon mehr, als dass er da rumsteht. Das wäre ja ein bisschen unterentwickelt, oder? Ja, was sollen wir denn sonst machen? Ja, jetzt holen wir ein bisschen mehr raus da. Na, ich will den Doppelbauern vermeiden. Ja, aber dafür einen Zug zu opfern und diesen Läufer nur so marginal zu bewegen, weiß ich, ist, glaube ich, nicht der, das ist, glaube ich, nicht der optimalste Zug jetzt. Da finden wir noch was anderes. Komm doch sonst und greif den... Also... Du kannst ja auch versuchen, den Läufer gegen anzugreifen und zu schauen, ob er wirklich jetzt das Pferd schlagen möchte. Ja, okay, aber dann setzen wir den Bauern vor, oder was? Den ganz links eventuell, aber nee, ich finde das auch nicht gut. Ich finde das nicht gerade laut, ja, ja. Ich finde das nicht gut. Also wir können ja das Pferd auch mit dem Pferd nochmal decken. Ja. Dann hast du das Läuferproblem, dann also haben das Doppelbauernproblem. Dann haben wir aber das Problem, dass wir den Läufer nicht entwickelt bekommen. Ja, in dieser... Ja, aber das Pferd kannst du denn ja noch weiter wegziehen. Was würdest du denn machen? Ich würde den Läufer einen vor, aber das möchtest du ja nicht. Wir können auch aber gerne den Springer hier vorziehen. Das meinst du, ne? Ja. Dann kriegen wir halt den Läufer hier nicht so gut raus. Ja, aber das Pferd lässt sich ja leicht bewegen. Komm, das machen wir jetzt. Wir spielen heute mal ein bisschen intuitiver, oder? Ja. Wird Eddie wahrscheinlich auch. Also haben wir keine Uhr dann? Wahrscheinlich doch, nicht, Eddie oder? Hat 2 Minuten. Hat 2 Minuten? Ja. Hm, okay. So, starte Voting. So, Leute, Bauer sucht Matt, enteignet den Springer. Das war schon ein ganz guter Move vom Chat. Wir sind im Zugzwang auf jeden Fall jetzt schon. Wir müssen reagieren, aber das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn man nicht anfängt. Das ist bei Schwarz gar nicht so ungewöhnlich, dass man erstmal ein bisschen abwehren muss und so ein bisschen darauf warten muss, was der Gegner macht. Recht wenig Bauern am Anfang bewegt. Kavallerie da mitten auf dem Feld. Alle Pferde schon unterwegs. Ja. Ein Bischof. Ja, ich sehe es gerade. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Chat jetzt rochiert. Also was du natürlich gleich machen kannst, oder ich sag's mal. Aber, oh, okay. Haben wir? Haben wir Zug senden. Das, lieber Chat,
ist natürlich kein doofer Zug, aber es bringt uns ein bisschen Zeit, weil sie keinen Angriff machen. Ich habe gar nicht mehr... Ach, sie haben den Bauern gezogen. Sie haben den Bauern vorgezogen. Okay. Das verschafft uns natürlich ein bisschen Zeit. Ja, was hältst du denn davon, wenn wir den Läufer auf C8, unseren linken Läufer da oben, mal richtig weit runterziehen zum Pferd? Weil wenn er das Pferd rettet, ist die Dame am Schlüssel. Das stimmt, dann werden sie vielleicht den wegbewegen. Können sie den irgendwie decken? Gerade nicht, sie können den Läufer, den werden sie wahrscheinlich den hier wieder zurückziehen, ne? Ach nee, geht ja nicht wegen der... Ah, nee, gute Idee. Komm, das machen wir mal. Und den schlagen wir dann, oder? Den nehmen wir uns wieder, den Bauern vorziehen. Ja, im Grunde haben wir die gleiche Situation kreiert wie die am Anfang. Ja. Weil wenn wir schlagen, verlieren wir auch unseren Läufer dann danach durch einen Bauern, ne? Ja, aber finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin ein Fan davon. Da erstmal ein bisschen aufräumen am Anfang. Bisschen aufräumen, ja. Ja, ich auch ein bisschen, ja. Wenn es der Stellung gut tut, ist es gar nicht so. Wir haben uns keinen Vorteil erarbeitet. Also so zufrieden dürfen wir eigentlich nicht sein. Noch haben wir uns keinen Vorteil erarbeitet. Was auch gut ist, der natürlich... Ja, nee, ist doch zu lang. Oh, was passiert da? Alles gut. Alles gut, ja. Oh, das macht jetzt schon Spaß. Angeblich beste Stellung. Freunde, die Zeit ist fast rum. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist. Und sie tun es, soweit ich das richtig sehe. Wir können uns jetzt zum Beispiel auch schon mal den Grafen angucken. Da sind sie sich aber einig. Da sind sie sich einig mit 38% H2 auf H3. Nicht dicht gefolgt von C1 G5. Okay. Okay. Alles klar. Aber es ist H2, soll es sein. Und Bauer. Zug senden und... Das ist natürlich eine gute Antwort, oder? Naja, es ist eine gute Antwort, aber so. Jetzt sind wir in Zugzwang wieder. Wir sind in Zugzwang wieder. Aber ich bin fast dafür zu schlagen. Weil es uns einen Stellungsvorteil bringt. Weil dann fällt ihnen natürlich die Rochade viel schwerer, weil die Flanke völlig offen ist. Würde ich auch sagen, weil alles andere, was wir machen können, ist rückziehen und das wollen wir nicht. Genau. Und tendenziell kann man sagen, dass ein Springer in so geschlossenen Stellungen wie gerade, also wo mehr Figuren auf dem Brett sind, natürlich tendenziell ein bisschen mehr wert ist als ein Läufer, der eher so in Endspielen gut ist, wenn das Brett schön offen ist. Was auch interessant wäre, wenn wir ein bisschen Druck machen mit unserem linken Läufer da oben, wenn wir den mal runterziehen von C6, wo er jetzt ist, auf D4. Da würden wir ziemlich viel Havoc machen in der Mitte. Wir hätten den Läufer genau in der Mitte stehen. Wir könnten den anderen Läufer angreifen. Er kann sein Pferd rechts nicht wegziehen. Ja, also nur als andere, ich bin bei dir, aber ich habe nur noch mal kurz den Zug. Ja, ich gebe dir nicht Unrecht damit, stärken natürlich die Mitte, ne? Aber wir verlieren den Läufer. Also wir sollten auf jeden Fall das machen, was du geplant hast, aber trotzdem mal über die Alternative nachdenken. Ja. Komm, lass uns mal ein bisschen aufräumen, oder? Vielleicht war das ein Fehler, ich weiß nicht. Obwohl, das ist natürlich... vielleicht hier... Das ist keine schlechte Idee. Ja, weil siehst du, was danach passiert? Sie können eigentlich, wenn wir das Pferd runterziehen, können sie den Läufer nicht wegnehmen, weil dann sind sie in einer richtig scheiß Situation. Wenn so ein Pferd da unten steht, auf D4, weißt du, was danach passiert? Wenn wir dann runtergehen und das Pferd schlagen, haben wir eine Schachsituation. Aber guck mal, dann schlägt er vielleicht ein Pferd. Genau, dann stehen wir nämlich da, aber dann steht natürlich da der Bauer. Schlag das Ding lieber. Ich schlag das lieber. Schlag das Ding. Zug senden. Weil ich habe nämlich auch gerade gedacht, dann kommt er mit dem Springer hier so eklig hin, bedrängt auch den Läufer hier. Finde ich nicht gut. Nee, aber ein Pferd gegen Läufer ist schon ein guter Tausch so. Finde ich auch. Ich mag Pferde lieber. Zwei Minuten, ja. Wir haben nicht länger als 2 Minuten geredet, Leute. Oh, das ist echt spannend. Ich glaube, für Schachfans ist es spannend. Nee, es ist auch, ich mag es auch so. Auf jeden Fall, natürlich. Jetzt kommt gerade, sagt Zauberlehrling. Fabian, wird Chat auch die Möglichkeit bekommen, gegen Jan Gustafsson anzutreten? Ist derzeit nicht geplant. Wir gucken einfach mal, der ist ja am Freitag da. Wir quatschen dann. Ja, okay.
Wir gucken uns kurz den Zug noch an. Dann machen wir Werbung, okay? Weil der ist sehr eindeutig. Der nimmt nämlich mit der Dame. Okay. Aber jetzt hat er die Dame früh draußen und das kann auch nach hinten losgehen. Genau. Das müssen wir halt jetzt gut nutzen. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Wir sehen uns gleich wieder schön auf chess.501-legion.de gehen. Mitzocken. Es wird geil. Bis gleich. Tschüss. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch da. Dennis und ich, Fabian Krane, mein Name. Wir spielen immer noch Schach. Und wir sind am Zug. Wir stehen unter Zugzwang und werden jetzt diesen Bauer hier vorbewegen. Der sieht das noch nicht. Warte noch kurz. Rechts oben der. Zeig der mal. Bauer hier, den ja. haben wir jetzt vorbewegt. Genau. Und jetzt senden wir euch diesen. Ihr habt leider nicht mitbekommen, was für einen geilen Plan wir gerade in dieser Werbung gemacht haben. Aber ihr seid im Grunde, was ist das? Matt in mindestens, in spätestens 50 Zügen. In 50 Zügen Matt haben wir in 50 euch. Zügen haben wir angesagt jetzt. Ja. So und nicht anders. Jetzt seid ihr wieder dran. Einige sind sich auch noch nicht ganz klar darüber, wie man quasi seine Eingabe hier in den Chat reinballert, ne? Mhm. Da zum Beispiel True Black hat da, glaube ich, ein bisschen was vergessen. Genau, ihr geht einfach auf chess.501-legion.de. Da habt ihr eine ähnliche Nutzeroberfläche, wie ich sie hier vorfinde oder wie wir sie hier vorfinden. Nur, dass ihr quasi auf der weißen Seite seid und eure Züge machen könnt. Genau. Was so? Aha. Oh, ich freue mich schon auf die Folgesendung dann, wo Eddie gleich 5 Partien gleichzeitig spielt und sowas und gar nicht sitzt, sondern immer nur weitergehen muss. Ja, und dann genau. spielen wir gegen Chats verschiedener Planeten oder sowas. Ja, ja. Was passiert jetzt hier? Ich bin gespannt. Oh, okay. Interessant. Zug senden müssen wir noch. Jetzt kommt es natürlich zu... Das ist gut. Eieiei. Ja, ja, ja. Mhm. Kein schlechter Zug von... Aber im Grunde... Ändert das gerade was? Also ich sehe jetzt keinen direkten Druck, weil wenn er das Pferd schlagen wollen würde, würden wir es ja direkt gedeckt haben mit unserem Läufer. Ja. Das würde jetzt ja nicht das Spiel groß voranbringen. Aber unser Plan war ja eigentlich, den Läufer dort rauszuziehen. Ja. Und das ist jetzt natürlich dann schwierig. Wobei natürlich auch die Dame das Pferd deckt und der König selbstverständlich auch. Der König selbstverständlich auch. Lassen wir uns davon beirren, ist die Frage. Ich würde fast sagen nein, weil wir durch die Rochade natürlich auch auf dieser, ja, aber auf dieser Linie hier dann ein bisschen... Genau, diese Linie macht mir auch Angst, die ja. F-Linie, weil die Dame da kann früher oder später... Ne, der Chat baut gerade rechts auf der rechten Flanke ein bisschen was auf da. Ja. Und ich habe Angst, dass die Dame da gleich aus dem Nichts kommt. Und die kann ja ohne Probleme da irgendwie Schach verursachen. Vielleicht deckt er den dann mit dem Läufer. Naja, jetzt in unmittelbarer Nähe nicht, aber... Was hältst du ganz kurz davon, die Dame vorzuziehen, weil sie wahrscheinlich ja gleich hier schlagen werden? Das ist mir ein zu kleiner Zug für eine zu geringe Eventualität. Ja. Lass es lieber einen großen Zug machen, oder? Und den Läufer jetzt dahin zu bringen? Machen wir das jetzt mit dem Läufer hier? Lassen wir uns nicht beirren? Hm. Komm, wir lassen uns nicht beirren. Scheiß mal auf die anderen. Ja, okay, okay. Wir können die Pferde ja jetzt auch nicht groß bewegen. Nee. Wir müssen eigentlich diese Läufer irgendwie versuchen. Wir müssen ja reagieren, smart. Ja. Also, wie wäre es, wenn wir sonst. Müssen wir nicht die Dame auf kurz oder lang sowieso bewegen, wenn wir den Springer da wegbewegen das wollen? Das stimmt, aber der nicht nur ein Feld. Also, Dame bewegen aber wir nur. Wir können sie doch gerade nicht mehr als ein Feld bewegen. Ja, richtig, deswegen lassen wir es kurz. Was hältst du davon? Neue Idee, lass uns einen Bauern ein Feld vorbewegen, um mal zu schauen, was passiert, wenn die Läufer angegriffen werden. Weil dann lösen wir die Situation wieder auf. Weil sie haben gerade uns quasi in eine Bredouille gebracht mit diesen zwei Läufern. Wenn wir nur einen Bauer vorziehen, muss er quasi seinen Zug wieder rückgängig machen. Ach, du meinst das hier? Ja, entweder den oder auf der anderen Seite. Nee, dann... Das würde er auf der anderen Seite machen. Ich würde eher den machen. Weil, guck mal, weil wenn wir den hier machen, dann lösen wir unsere langfristige Strategie auf. Weil wir wollen ja mit dem Springer wohin. Ach so, nee, ich meinte den Bauern auf... Den hier? F7, genau, weil er kann ja gar nicht... Aber kann er mit der Dame da nicht einfach rein? Nee, das geht gar nicht. Stimmt. Wie wär's denn hier echt hiermit? Dann kann er mit der Dame einfach rein.
Ja, aber, ja. Ja. Komm, wir machen den mal. Ja. Komm, Zug senden. Die schreiben doch schon wieder 2 Minuten. Leute, da ist er doch. Da ist er doch. Ich habe ein bisschen Angst vor dem nächsten Zug. Ich auch. Mir fällt gerade auf, weißt du, was richtig geil wäre, wenn diesen Graf, den du uns gerade gezeigt hast, den Kuchen, wenn man den, wie damals bei der Hitparade in den 80ern, live verfolgen könnte, als die Zuschauer mal angerufen haben und dieser Balken, wenn wirklich die Züge dann so, und dann wenn du so über 40 Sekunden lang siehst, okay, welcher Zug entwickelt sich, ja. Das wäre für die nächste Sendung ein geiles Stretch-Goal. Okay, da ist... Es gibt aber trotzdem noch sehr unterschiedliche Sachen, die sie da reinschreiben, scheinbar. Okay, wir haben einen Zug und der geht folgendermaßen. Haha, ja, guck mal, das hat... Oh nee, shit, unser Turm. Jetzt könnten wir mit einem... Ja. Zug senden habe ich noch nicht. Ich muss... Dann ziehen wir jetzt den Läufer hier hin, oder? Ja, aber lass vorher noch einmal checken. Ist das für uns vielleicht dann gar nicht so schlecht gelaufen, weil er diesen Läufer dann 2, 3 Züge gezogen hat, keine große Entwicklung vorgenommen hat, der Chat, und wir mehrere Figuren nach vorne platzieren konnten? Mir gefällt das eigentlich. Wenn wir jetzt den hier, ja, ich mir auch. Komm, wir ziehen den, oder? Er muss eher wieder zurück, das ist ärgerlich. Nee, warte. Doch, ist gut. Ist eh zu spät, ne? Man nee. Darf nicht loslassen. Doch, mal hier darf schon. Darf man hier? Okay. Erst wenn man es gesendet hat. Leute, ihr seid dran. Ich dachte gerade, wir hätten das Pferd nicht mehr gedeckt, aber die Dame ist ja auch noch da. Scheiße. Ich sehe es gerade. Der ist ja gar nicht gedeckt. Wer? Der Läufer. Scheiße. Darf ich mal sehen, ob sie es... Oh, 84%, das scheinen sie gemerkt zu haben. Das war sehr, sehr dumm. Schau mal. Das haben wir aber auch sehr überstürzt gerade, Fabian. Ja, das stimmt. Das war sehr, sehr überstürzt. Ja, gut. Okay. Super. Ja, scheiße. Es ist noch dümmer. Weil wir können jetzt noch nicht mal rauchieren. Nee. Nee. Alter Schwede, das ist richtig dumm. Ah! Oh, nee. Oh, shit. Ja, Turm hier hinter, oder? Hast du den Zug gesendet? Ja. Von Chat, okay. Warte, ich mach mal das kurz mal zu. Ja. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Ach, ist das ärgerlich, ey. Okay, wir ziehen jetzt den Turm mal hier hin. Warte kurz. Vielleicht können wir ja durch Gegendruck irgendwie das Ganze hinauszögern. Aber ich sehe da auch nichts, weil unsere Figuren stehen schon ein bisschen kacke. Der Chat hat richtig gut... Ja. Oder den Turm hier hin, das könnten wir natürlich auch machen, ne? Ja, das... Das deckt halt dann, das unterstützt den hier noch ein bisschen. Weißt du? Ja. Wenn er, da wird er ja gleich mit der Dame dann da reinfahren. Ja. Eher vor allem. Aber ich überlege nur gerade, guck mal, wenn wir den Turm jetzt... ganz links rüberziehen, hinter den Bauern und dann später den Bauern vorziehen. 2 Felder können wir im darauffolgenden Zug mit den Bauern schlagen, haben freie Bahn mit dem Turm, dann ist die Dame in Gefahr. Er muss wegziehen. Wohin? Wenn wir den Bauern, wenn wir den Turm jetzt auf F. Ja, dann schlägt er den einfach. Nee, also ja, stimmt. Komm, 2 Minuten. Ja, mach. Wir müssen jetzt noch ein bisschen fixer spielen. Müssen uns beeilen, ja? Ja.
Das ist natürlich bei Schach schwierig. Ich hasse Blitzschach. Ich auch. Scheiße, ey. Mist, ne? Ihr habt so bestimmt alle zu Hause Klimaanlagen, deswegen könnt ihr besser denken. Boah, so ein Mist haben wir hier gemacht. Voll drauf, schreibt Titus D. Das will ich auch mal sehen. Hm. Was machen sie jetzt? Ziehen sie den zurück. Na gut. Ja, der Läufer, das ist ein fieser Typ. Wir sind dran, ne? Wir sind dran. Jetzt vielleicht doch die Dame vorziehen, einfach, dass wir hier rochieren können. Auf keinen Fall die Dame. Nein. Das bringt uns, das verlieren wir, da verlieren wir zu. Aber guck mal, so können wir den Springer bewegen. Den können wir gerade einfach nicht bewegen. Ja, aber guck mal, was hältst du denn, wenn wir ganz, ganz billig einfach den Bauern von A7 auf A6 ziehen? Und dann? Dann haben wir den linken Läufer, den weißen, unter Druck und der muss weg. Und dann befreien wir langsam die linke Flanke, weil wir hatten ja diesen Pferdeplan, und weißt dann, du? Ja, und dann schlägt er den? Und dann? Ja, dann schlagen wir den. Nicht mit dem Springer. Läufer. Ja, ich denke nur jetzt gerade, wenn er bis jetzt noch nicht das Pferd geschlagen hat. Ja. Normalerweise, denn. Ne? Ja, aber du hast recht, dann schlägt er den. Lass uns, ich weiß, du bist nicht so Fan davon, aber lass uns das wenigstens einmal ausprobieren. Okay. Ich will es einmal gesehen haben. Okay. Hm. Ah, guck mal hier, hier steht jetzt noch 40, haben für folgenden Zug abgestimmt. G7, F6. Ja, das war das jetzt nicht gerade? Das war das Zurückziehen. Ja. Ne? Mhm. Vom Läufer. Chat hat Türme noch gar nicht bewegt, kann jederzeit eine Rochade ausführen. Dame steht gar nicht schlecht, ist nicht mega aggressiv da vorne in der dritten Reihe. Hm. Mhm. So. Chat kann eigentlich jetzt ganz schön viele Möglichkeiten. Was da passiert? Das Pferd nach vorne. Okay. Scheiße, das ist der Plan, den wir auch hatten. Siehst du das? Ja, ja. Aber das nehmen wir uns jetzt, oder? Ja. Einfach tauschen. Naja, eigentlich sind wir nicht in der Position zu tauschen. Aber wir sind jetzt wenigstens in der Position, da wegzuziehen, weißt du? Ja, und danach haben wir Druck auf den rechten Läufer. Hm. Komm, wir nehmen uns den einfach mal. Dann zieht er halt den Bauern hier hin. Dann können wir aber vielleicht mit unserem Bauern hier, weißt du? Ja, ja. Dann hat der natürlich eine Doppelbelastung hier. Aber das stört uns erstmal nicht. Okay, komm, wir nehmen den. Ja. Hau rein. Zack, Zug senden. Okay. FK402 oder S. Mal sehen, ob der Chat das noch aus der Hand gibt, wie letztes Mal. Ja, ich denke auch, dass der Chat an Kraft verliert, je weiter das Spiel voranschreitet, weil immer mehr Möglichkeiten sich ergeben und es immer schwieriger wird für diesen Schwarm, die Beste zu finden. Und dann werden verschiedene Pläne gleichzeitig ausgeführt. Das dürfte kontraproduktiv sein. So, und dann die Dame. Leute, jetzt macht mir mal keine Angst. Jetzt bin ich gespannt. Was macht Chad? Irgendwas schlagen sie. Pferd, oder? Jawohl. Okay, alles klar. Was machen wir jetzt? Okay. Wie wäre es? Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt den Bauern da ganz im Westen ziehen? Weil
dann ist es ja mittlerweile vor uns gar nicht mehr so schlecht, wenn wir unser Pferd verlieren durch den Läufer, weil wir dann später die Dame dann weiter vorhaben und die dann auf... Ja, aber dann verlieren wir noch eine Leichtfigur, ne? Darfst du nicht vergessen. Dann hat er zwei Leichtfiguren mehr. Ja, aber man muss Opfer bringen, ne? Man muss Opfer bringen. Für eine bessere Stellung, ja? Willst du den auf das Opfer zu bringen, ja? Ja, das war, ist nur meine erste Idee jetzt gleich. Ich überlege auch gerne noch weiter. Aber mit den Türmen können wir nichts machen und viel mehr Figuren haben wir gar nicht mehr, außer das Pferdchen denn da. Also ein paar Bauern ziehen, ist vielleicht gar nicht... Das Pferd können wir nicht wegbewegen, verlieren wir die Dame. Das ist einfach No-Go. Der Läufer rechts wird uns später das Genick brechen, früher oder später. Die Dame da kommt noch später dann zur Hilfe. Was ist, wenn... Der Bauer steht halt echt brutal da, ne? Oh shit, guck mal. Der weiße Bauer, ne? Ja, der steht brutal da. Der kann das Pferd ja auch. Ja, ja, das meine ich ja. Ach scheiße, ja. Ich dachte gerade, der Läufer würde das machen, aber Bullshit. Was ist mit sowas hier? Dann verlieren wir die Dame. Ja, ne? Läuft halt auf den Damentausch raus. Mhm. Ne? Frauentausch. Ui, da sind wir aber in einer doofen Situation. Ja. Rochieren bringt jetzt auch gerade nichts, ne? Ich glaube, dürfen wir jetzt auch gar nicht mehr, weil der Läufer, glaube ich, da... Doch, wir dürfen noch rochieren. Bist du dir sicher, dass du reinziehen kannst, obwohl das Feld bedroht ist? Ja. Dadurch? Wir müssen jetzt auch ziehen, weil unsere Zeit eigentlich vorbei ist. Ja, aber das ist jetzt ein wichtiger Zug, der entscheidet das. Jetzt ist der Moment, wo wir es drehen könnten, hätten wir eine richtig geile Idee. Ja. Wenn nicht, dann ist es fast gelaufen. Aber wir haben keine geile Idee. Ja, aber... Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, weißt dass du, was, das weißt du, was, geht. Naja, weißt du, was echt schade ist? Weißt du, was eine okay Idee wäre? Ja? Einen Damentausch zu machen. Oh, weißt du, was richtig knapp ist, Mann? Unser Langzeitplan. Ja. Guck mal hier, der Springer. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir dann im Folgezug im Schach stehen. Ja. Wenn wir das nicht täten... Es sähe schon alles ganz schön aus, um ehrlich zu sein. Ja. Scheiße. Wäre bold. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir das Pferd verlieren. Ja. Was aber denn, das Gute daran ist, dass das links dann ein bisschen die Seite öffnet. Wir kriegen Umkehrschluss, schlagen wir mit Bauern. Ja. Dann wird er zurückschlagen. Oh, der muss er seinen Bischof weg, seinen Läufer wegziehen. Wieso? Achso, ja. Weil dann der Bauer ja da steht, wo das Pferd ist. Nee, aber der wird. nee, der wird ja da bleiben. Weißt du warum? Wir schlagen mit dem Bauern. Mhm. Wir schlagen. Er geht da rein. Ja, wir schlagen mit dem Bauern und dann wird er mit dem Läufer zurückschlagen. Genau. Weil die Dame, das Feld natürlich auch noch deckt dann, ne? Ach shit, die Dame ist auch noch da, ne? Ja, Alter, wie schlau der Chat ist. Ganz schön smart, ja. Ja, aber. Eieieiei. Was machen wir denn da jetzt? Es bringt auch nichts, diesen vorderen Bauern einen vorzuziehen, um die Dame zu bedrohen. Machen wir unseren König nur angreifbar. Der steht danach dann im Schach. Würde die Dame ein Feld weiter rechts stehen, wäre das vielversprechend. Fabian. Leute, das ist jetzt... Das ist natürlich jetzt alles hier jetzt... Mhm. Ihr seid ja geil. Was denn? Ach, wir kriegen auch einen. Ja gut, aber das ist doch wichtig. Aber Mann. Mann, ist das ärgerlich. Ja, was machen wir jetzt? Ja, das ist gleich vorbei. Das können wir ja auch. Wir haben keine geile Idee mehr. Wie ist es, wenn wir doch Damen noch tauschen? Zack. Das ist jetzt eher ein Schach. Dann, ich glaube, das ist wirklich die beste Option. Ja, und da wir so unter Zeitdruck sind, ich habe so ein bisschen Angst. Komm, wir probieren es mal aus. Na gut, okay. Ich habe eher das Gefühl, dass das schon gegessen ist. Ich auch ein bisschen.
Wie kann man mitspielen? Schreibt Feuer 00. Du musst auf Chess. Wenn du uns noch den Gnadenstoß geben willst, dann musst du jetzt auf chess.501-legion.de gehen. Genau. Was meinst du, was machen sie? Nehmen sie den Damentausch an oder haben sie einen größeren Plan und setzen uns matt, ohne dass die Damen getauscht werden? Weil, ja, nee. Jetzt schauen wir mal. Jetzt, das ist doch auch so ein Zug, jetzt haben wir nämlich ein Riesenproblem. Was passiert nämlich, wenn wir jetzt zurückschlagen und der Läufer setzt uns dann nämlich ins Schach? Ja, daraus kommen wir ja. Guck mal, wir nehmen uns jetzt erstmal die Dame, würde ich sagen, oder? Und dass der Bauer gleich noch weiter vorrückt auf die 7er Linie bis zum Turm? Das ist uns erstmal egal. Das ist uns nicht egal. Du willst den Läufer nehmen oder die Dame? Ich glaube, ich nehme den Bauern. Den Bauern? Nee, den Läufer will ich nicht nehmen. Nee, geht ja. Die Dame ist ja auch völlig ungeschützt da. Ja, ja, ja. Aber wenn ich jetzt die Dame nehme, dann schlägt er da. Ja. Aber können wir ihn denn dann irgendwie unter Druck setzen hier? Weil wir stehen ja dann schon mal da. Schach. Und dann kann er... sowas vielleicht. An sowas denke ich da. Hast du den Zug gesendet gerade? Nein. Aber das geht ja nicht, weil wir stehen dann hier auch schon wieder unter Schach. Achso, nee, ich meinte den vom Chat. Weil ich würde es ständig vergessen, deswegen erinnere ich dich nur dran. Ja, entweder wir schlagen den Bauern da weg oder wir schlagen die Dame weg. Aber lass doch den Chat die Dame wegschlagen und wir reagieren mit unserem Bauern. Ja, und wir schlagen jetzt hier den Bauern weg. Den Bauern, ja, es bringt uns eigentlich auch nicht weiter. Komm, wir machen es jetzt. Ja, okay. Aber dann hat er eine Gabel, ne? Also dann wird er hier schön sich den Turm holen. Scheiße, ey. Das sieht echt kacke aus. Ja, ja, ja. Ei, 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 ei. Schach. Naja. Oder doch die Dame? Scheiße. Mensch, Mensch. Oder doch jetzt rochieren? Es wird doch gehen, oder? Das ist keine schlechte Idee. Jetzt geht das so? Ich weiß gar nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Ist die lange Rochade wirklich so? Oder ist sie einen weiter? Ich dachte, die ist einen weiter eigentlich. Mich wundert gerade, dass das funktioniert. Es funktioniert, ne? So, oder? Oh. Wann hast du das letzte Mal Schach gespielt? Ey, lange Rochade mache ich wirklich nie. Checkt er das obwohl, nicht? Obwohl, ey, guck mal ganz kurz, ist auch scheiße. Guck doch mal hier. Dame kommt da auch rein. Ja, aber die ist dann tot. Die ist ja nicht gedeckt, wenn sie dann da reinkommt. Das bringt ihm nichts. Okay. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert hier. Zug senden. Sende mal. Hat er bekommen. Okay. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die gerade, ob man die eigentlich überhaupt machen darf, wenn der Läufer dieses Feld bedroht, über das du als König rüberziehst. Ich glaube, selbst die Felder, über die du ziehst, dürfen nicht bedroht sein bei Rochade. Aber es ist schon lange her. Ach so, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil der Läufer, der Weiße, der da vorne steht, auf F6... ein Feld bedroht, über das der König rübergedüst ist gerade. Und das darf nicht sein. Maximal 2 Züge, ne? Okay, also warte mal kurz. Wir machen es mal kurz zurück. Solche Pfosten. Sorry, Leute. Also. Der Chat fragt sich gerade, warum das in dem Schachprogramm geht. Ja. Weil das
ein Mann, der sehr viel Talent hat, wahrscheinlich irgendwie in 2 Tagen gestrickt hat und bestimmt sonst noch was anderes zu tun hat. So, wir machen jetzt mal Vote-Zurücksetzung. Deswegen machen wir ja den Test-Run, um solche kleinen genau. Fauxpas zu identifizieren. Vote-Zurücksetzen, so. Fabian, magst du noch deine Pumpe irgendwie neben dich legen oder so? Warum? Weil ich brauche. Aber dann, okay, muss ich sie so legen. Wie machen wir das denn jetzt? Aber, ja, ist das nicht egal? Ich meine, wir sind die Chefs, also können wir auch cheaten. Das ist die RB-Rochade. Ja. Oder wir lassen es jetzt, wir machen es einfach mal weiter. Okay, die schlagen da jetzt, okay. Zug senden. Und was machen wir jetzt? Wir schlagen jetzt die Dame, ne? Sind wir dran? Ja. Oh, guck mal. Ach ja, ich hab's gesehen. Der Bauer ist rein. Ja, wir scheißen jetzt drauf. Scheißt auf den Turm, sagst du? Ja. Aber dann kriegen die eine Dame, ne? Ach so, weil wir da ja auch nicht reinkommen. Dann haben wir ein Problem. Dann kann der König die zwar schlagen, aber irgendwie habe ich Angst vor dem Läufer. Und... Eieiei, nee. Wir sind richtig in der Bredouille. Eieiei, wir müssen die Dame... Ja, jetzt der Damentausch, oder? Ja, oder den Turm hier erstmal auf die Grundlinie zurückziehen. Sehe ich nicht, was uns das... Was willst du damit erreichen? Na, weil er wird ja wahrscheinlich gleich den Läufer hier hinziehen, dann hier schlagen, um dann die Dame da zu decken. Gehe ich von aus. Oder wir nehmen uns halt den Bauern hier, ne? Aber das mit dem König einfach einen vor, ne? Ja. Das ist gar nicht so doof. Bisschen riskant, aber ja. Jetzt guck mal, jetzt steht der König, das dürfen wir nicht. Das ist illegal. Das geht nicht. Wieso? Weil siehst, die weiße Dame ah, jetzt... Ah, okay. Shit. Das geht nicht, siehst du? Es geht nicht. Kannst du zurückmachen? Vote zurücksetzen. Sehr gut. Puh. Nee, noch einen zurück. Nein. Jetzt haben wir es kaputt gemacht, ne? Wir haben es kaputt gemacht. Eieieiei. Ja, sehr gut. Ei Kanarion trifft's. Wir sind schwachmatt. Wir sind schwachmatt. Wir haben uns selber schwachmatt gesetzt. Eieieiei. Kann man jetzt hier Dame schlägt F3 oder was? Jetzt kann man jetzt mit der Dame den König schlagen oder wie? Ja, wir haben ja nicht gesagt, welches Schach wir spielen. Wer zuerst alle Figuren weg hat, das Schach spielen wir. Ja. Was ist jetzt hier passiert? Wir haben eine erfolgreiche Testrunde abgeschlossen, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Die erfolgreich mit einem Fauxpas beendet Endete. Wurde. Also, ich gucke mir nochmal die Rochade-Regeln an. Und wir müssen uns nochmal angucken, wie auf Schach das Programm reagiert. Ja, anscheinend gar nicht. Also, ich glaube, checkt es überhaupt nach legalen Zügen? Ja. Also du kannst nicht mit den Bauern irgendwie das hier machen. Okay. Also. Okay. Mhm. Jetzt nimmt er sich. Du kannst auch einfach eine Figur vom Feld nehmen. Fällt keinem auf. Ja, Mensch. Ja, okay, also da müssen wir nochmal ran. Einigen wir uns auf, wie sagt man, Patt? Wir einigen uns auf Patt. Nein, nee, ihr habt gewonnen, Leute, ist ja völlig klar. Wir waren auch einfach nicht so gut. Aber das gucken wir uns noch mal an. Ja, nicht so gut gelaufen. Aber es funktioniert besser als guck mal, Nikola schreibt mir gerade, als Admin kann man alles machen. Die User-Züge werden überprüft. Das heißt, also wenn ihr uns im Schach, also wenn ihr im Schach steht wiederum, dann würde dieser Zug nicht gehen. Es hätte einfach damit zu tun, dass wir gerade alles machen können. Ja. Ja? Alles klar, dann gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an, das mit der Rochade auch, aber anscheinend war es ja auch dem geschuldet, dass wir alles machen können und deswegen das nicht ausführen können, aber egal, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an, ansonsten sieht das schon sehr geil aus und ich freue mich richtig und am Freitag, Leute, spielt ihr auch nicht so gegen Schwachmaten wie uns, sondern da spielt ihr gegen einen richtigen Profi, da spielt ihr gegen fucking Etienne Gardet, Leute, und dann wird die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Wie ist denn das geplant, wenn dann nach 5 Minuten die Sendung vorbei ist?
Dann spielt er nochmal. Sehr gut. An alles gedacht. An alles gedacht. Alles klar, wir sehen uns am Freitag. Bis dahin wird alle Fehler noch ausgemerzt. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Wir sind scheiße.